Jawohl, das Medifest ist das Fest von Medizinstudenten, für Medizinstudenten, wie es so schön heisst. Es ist also auf freiwillige Arbeit organisiert. Es ist ein Fest für 3000 Leute. Es darf aber grundsätzlich jeder kommen. Wir machen einen speziellen Vorverkauf für Mediziner, dass wir halt hauptsächlich Mediziner haben, Studenten. Aber sonst kommen eigentlich vom ganzen Raum Zürich Leute, hauptsächlich von der Universität Zürich und der ETH. Und es hat eigentlich eine lange Tradition, das Medifest. Also es gibt schon über 25 Jahre. Und jetzt dieses Jahr ist das 26. Jubiläum. Und das hat sich so ein bisschen eingegliedert, so gewisse Traditionen, dass man einfach so ein Fest macht. Einmal im Jahr im Frühling und halt eben an der Uni Irchel, dort, wo man sonst immer nur büffelt, dass man auch mal ein bisschen etwas Lockeres machen kann. So. Ja, das heisst natürlich sehr viel. Also wir haben die erste Sitzung im Oktober gehabt, wo wir das OK geformt haben. Dann geht es darum, wer macht welches Ressort, Technik, wer schaut für Getränke, wer schaut für die Sicherheit. Wir sind aber sehr gut gestützt von der Uni. Das heisst, es ist eigentlich im Uni-Plan drin, dass es Medifest gibt. Wir sind gut unterstützt vom Betriebsdienst und allen Organen von der Uni selber. Wir haben ein gutes Sicherheitsteam, das das seit 7 Jahren macht. Und von dem her, das sind Sachen, die uns den Aufwand sehr gross erleichtern. Wir erfahrene Leute haben. Aber es braucht halt gleich sehr viele Sitzungen. Man muss viel mit den einzelnen Leuten, mit dem Getränkelieferant zusammenhocken, mit dem Sicherheitsmensch, eben mit der Technik, um so ein bisschen alles zusammen haben, wo so ein Fest braucht. Es braucht natürlich auch Sponsoren. Wir sind auf viel Sponsorgeld angewiesen. Aber auch, weil wir natürlich den Gewinn möchten spenden an wohltätige Organisationen. Das probieren wir ein bisschen zu gehen, indem wir 3 Floors machen, also 3 verschiedene Tanzflächen, wo verschiedene Musik läuft, eben zu jedem seinen Geschmack ein bisschen treffen, möglichst gut. Wir haben den Main Floor, wo wir einen DJ haben, also 3 verschiedene im Verlauf des Abends, wo so ein bisschen mehr aktuelle Partymusik, was auch in den Zürcher Clubs läuft, denke ich, wo wir so Leute haben. Dann haben wir in der einen Cafeteria haben wir den sogenannten Hip-Hop-Floor. Dort läuft eigentlich nur Hip-Hop-Musik. Das ist ein Hip-Hop-DJ, der immer sehr beliebt ist eigentlich den ganzen Abend. Und dann einen Stock höher haben wir noch 3 Stunden lange Band, die auch so Coverlieder macht und eigentlich auch so ein bisschen vielleicht eher die alten Hits spielt, so in dem Stil. Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es hat sicher das Schöne an der Medizin ist, dass es extrem viele Möglichkeiten bietet. Ich probiere mich nicht so auf etwas zu beschränken jetzt. Ich habe auch noch relativ lange Zeit, bis ich fertig bin. Es gibt sicher Gründe, die für das Spital sprechen. Jeder wäre vielleicht gerne mal Chefarzt und könnte ein bisschen eine leitende Funktion haben. Das wäre sicher etwas, was mir sehr zusagen würde. Allerdings ist es auch schön, sein eigener Herr und Meister zu sein, in einer Praxis zum Beispiel. Und das gilt herauszufinden für jeden Einzelnen.